vom Basszentrum Berlin. Ich möchte euch heute eine Fretless-Übung zeigen, die der Verbesserung der Intonation dienen soll. Die Übung ist, die viele Kontrabassisten werden die Übung kennen, die ist nämlich aus einer Art Standardwerk, das die meisten Kontrabassisten oder zumindest viele besitzen, von Franco bzw. Francesco Petrarchi. Das Buch heißt Simplified Higher Technique. Das sieht so aus. Da ist die Übung her. Und zwar, ich zeige es mal am Beispiel von D-Dur. Es ist hilfreich für diese Übung, wenn man normale Tonleiter auf einer Seite relativ sicher spielen kann. Okay, ich fange an bei dem A. Weil es der tiefste Ton ist, der D-Dur-Tonleiter, den ich auf der G-Seite greifen kann. Jetzt beginne ich und spiele eine Terz nach oben. Das wäre in dem Falle A-H-Cis. Das ist sozusagen die melodische Phrase, die wir dann durch die ganze Tonleiter schieben. Terz hoch, wieder zurück. Vom A dann Sekund nach oben, wieder zurück und kleine Terz nach unten. In dem Fall eine kleine Terz. In der nächsten Phrase ist es dann eine große Terz, also Terz nach oben. Dann die Terz als Doppelgriff und dann von dem Fisch aus die Quint als Doppelgriff. Jetzt einfach nach oben schieben. Dann verändern sich natürlich die Intervalle entsprechend der Tonleiter. Das heißt, jetzt spiele ich zum Beispiel nur eine kleine Terz, weil meine Töne sind ja jetzt H, C, D. Und wieder zurück. Dann und immer so weiter. Jetzt eine Quinte und Saber. An der Stelle muss man aufpassen, weil man da den Tritonus hat. Die Töne Cis, G. E, Fisch, G. Zum Cis. Und dann habe ich ja, weil ja in der Tonleiter eben kein Gis ist, sondern ein G. Hier oben wird es gefährlich, weil die Quinten sehr eng dann sind. Das Ganze kann man dann natürlich auch auf der A- und der D-Seite üben. Also hier unten ist es dann natürlich so, dass die Doppelgriffe ein bisschen matschig klingen und man genau hinhören muss, ob man jetzt richtig ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz macht die Übung Sinn. Kann man dann auch dort spielen. Wer das Ganze noch verschärfen möchte, kann dazu natürlich einen Pedalton laufen lassen, eine Trone. In dem Falle ein D natürlich. Oder die Quintertonart, ein A ist auch immer ganz gut. Und dann hört man wirklich genau, ob man denn da jetzt ein bisschen daneben ist oder nicht. Insbesondere bei den Quinten halt aufpassen. Bei den Terzen natürlich genauso, aber bei den Quinten merkt man natürlich jeden Fehler sofort, einfach weil es ein reines Intervall ist. Und wenn ich jetzt die Quint unsauber spiele, ich mache es mal gerade absichtlich zu tief, hört man das natürlich sofort. Die meisten Fretless-Bässe haben ja so eine Griffbrettlinien, meiner hier nicht.
Wer das hat, der hat es natürlich eh ein bisschen einfacher, obwohl ich tatsächlich empfehle, sich nicht unbedingt darauf zu verlassen. Insbesondere bei den Terzen kommt es eh immer auch auf den Zusammenhang an. Also es kann durchaus sein, dass man eine Terz mal größer oder mal enger spielen muss, je nachdem, in welcher Harmonie diese Terz gerade vorkommt. Und es liegt natürlich auch immer so ein bisschen daran, welches Voicing zum Beispiel gerade der Gitarrist spielt oder so. Okay, nichtsdestotrotz, ich hoffe, diese Übung ist hilfreich und macht Spaß. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.